bitte, plumper Quatsch. Aber bitte, setz dich hin. Susanne, setzen Sie sich doch, Plumper, Fräulein bitte Susanne. Setz dich hin, du machst mich wahnsinnig, bitte. Fräulein Beck, nehmen Sie doch ruhig Platz. Plumper, die Sendung ist nach dir benannt worden. Hm? Ja, und du bist also die Hauptperson, bitte setz Aber dich hin. Ich bitte dich, du machst doch viel zu viel Aufhebens von mir. Du bist eine Dame und... Ja, deshalb sitze ich. Ich meine nicht, weil ich eine Dame bin, sondern weil ich morgen Nachmittag sonst hier noch stehe. Aha, aha, aha. Aha, was ist denn das? Aha. Du? Ja. Du... Aber ich habe mich doch richtig nett zu dir benommen, nicht? Ja, du warst sehr nett, ja. Auffällig nett, nicht? Auffällig nett. Ich muss sagen, ich bin erstaunt. Du warst ritterlich. Sag das nochmal. Ritterlich warst du. Darauf habe ich gewartet. Was? Findest du das wirklich, du? Was, dass du ritterlich bist? Ja. Ja, also ich muss sagen, ich habe dich eigentlich noch nie so höflich erlebt. Ach, das macht mich überglücklich. Wie bitte? Überglücklich. Das ist aber das erste Mal, dass dich eine Kritik glücklich macht. Wenn sie von einer Dame kommt, immer. Ich will nämlich ein Ritter werden. Bitte? Und den Minnedienst leisten. Bitte? Und dazu braucht man eine Dame. Ah ja. Am besten ein Burgfräulein. Ah. Ja. Und da sonst niemand da ist, habe ich gedacht, du bist die Dame. Ach, da sonst niemand da ist, ja, deswegen. Du kannst es doch spielen, bist doch Schauspielerin. Plumper, du lebst aber ein bisschen in einer anderen Zeit, nicht? Die ist längst vorbei. Ja. 700 bis 800 Jahre ist das her. Ja. Außerdem haben wir doch heute ganz andere Umgangsformen. Ich meine, die sind viel besser, finde ich. Etwas weniger steif als früher. Leider, leider. Was, leider? Weniger steif. Das müssen herrliche Zeiten gewesen sein. Jeden Tag Minnedienst, Turniere. Oh, und was die alles gemacht... Weißt du was? Nee. Ich zaubere uns mal zurück in die Zeit. Dann kannst du das selber sehen. Nein, Plumper, das lass lieber. Nein, 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 nein. Erstmal, weißt du, du würdest wahnsinnig enttäuscht sein. Warum? Wirklich, so wie du es in den Büchern vielleicht gelesen hast oder woher du es auch immer weißt, dass es da so schön sein soll. So ist es gar nicht. Es ist in Wirklichkeit ganz anders. Quatsch, 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 Quatsch. Werden wir gar sehen. Hokus Nein, Plumperlein, bitte, dann erst nach dem nächsten Film. Nach dem nächsten ja? Film. Gut, okay. Nach dem nächsten Film. Zaubermusik kommt ganz umsonst. Quatsch, 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 Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Elender Heimtück. Von hinten greift ihr an. Das ist auch einen Raub eines Raubritters nicht so. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Oh, ihr seid schon da. Ich habe meinen Text geübt. Ja. Gleich spiele ich nämlich Raubritter. Und die Susanne und ich, wir haben so nachgeguckt, was die früher so für einen Text gesprochen haben. Und den haben wir auswendig gelernt. Ja, wir sind große Leinenspieler. Mittelalterliche Spieler sind sowas, nicht? Ja. Jetzt will ich aber erstmal eine Burg zaubern. Und dann die Susanne als Burgfräulein. Und dann werde ich mich höchstpersönlich, mich selbst werde ich als Ritter verzaubern. Mit einer goldschimmernden Rüstung. Und dann sage ich meine Texte auf. Oh, elender Heimstück von hinten. Da werdet ihr ja gleich alles sehen. Ja, mal von vorne. Hokus Pokus, Glucks und Trübes Wasser. Na? Oh, sie kommt. Mit einem Ruck kam die Burg. Und da oben... Hinter dem hell erleuchteten Fenster. Da wird gleich Susanne als Burgfräulein zu sehen sein. Aber erst zaubere ich uns mal näher an die Burg heran. Hokus Pokus, Glucks und trübes Wasser. Ho, es dunkelt schon und die Burg rückt näher. Da ist sie, Susanne. Susanne! Hallo! Kannst du mich... Nein, noch nicht. Fängt noch nicht an. Noch nicht, ja. Nee, kannst doch richtig stehen bleiben. Ich verzaubere mich jetzt erstmal als Ritter, nicht? Ah ja, ja, ist gut. Und wenn ich dann als Ritter verzaubert bin, dann kannst du anfangen mit dem... Dann geht's los. Hallo. Gut. Ja, okay. Hokus, nicht bewegen. Ganz still stehen bleiben, nicht? Das klappt mein Zauber nicht. Hokus Pokus, Glucks und trübes mittelalterliches Ritterwasser. Ja? Jetzt kommt mein Text, aber... Ich kann überhaupt nicht sehen. Irgendwas stimmt mit der Rüstung nicht hier. Es ist ja dunkel hier mit mir. Muss ich mal das Licht hochmachen. So. Oh, wie schön. Licht. Wo seid ihr, holde Susanne? Ach, da seid ihr. Jetzt kannst du winken. Ich mach's nochmal. Wo seid ihr, holde Susanne? Schenkt mir zum Zeichen eurer Gunst ein Lächeln und ein Tüchlein als Unterpfand. Dann will ich euch... Die ganze Welt zu Füßen legen. Oh, ich glaube euch aufs Wort, Ritter von der kleinen Gestalt. Legt ihr mir euch doch schon, anstatt der Welt vor die Füße. Ich verstehe kein Wort, ich meine Rüstung klemmt hier, meine Beine. Klemmt was? Wenn ich nach hinten, aua, meine Beine. Ich komme nicht wieder hoch hier von diesem Gestand. Und auch im Dunkeln hier, mal gucken, wie das...
Ja. Oh, 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 meine Beine, wo sind sie? Da hinten. Oh, mach ich die Rüstung lieber wieder zu mit einem Schwung. Jim, jim, jim. Oh, Rosch, ich stehe. Ja, ich sehe es. Ich kann auch leider nicht runterkommen und euch helfen. Ich bin nämlich die Gefangene eines Raubritters. Oh, was höre ich? Ja, was schrecklich, was? Und er würde euch und mich auf der Stelle töten. Was würde er uns? Er würde uns töten. Wo würde er uns töten? Auf der Stelle würde er uns töten. Auf der Stelle. Ja, auf der Stelle. Wo? Ja, wo ist egal. Die ist so steif, die Rüstung. Ein Kampf in Aussicht. Ehre winkt mir. Mein Pferd und meine Lanze. Das heißt nur mein Pferd. Die Lanze kann ich nicht behalten. Hokus, Hokus. Glucks und Rübes. Wasser. Wo ist mein Pferd? Da ist mein Pferd. Hopp. Dann setze ich drauf auf dem Pferd. So, und jetzt schön unsicher hier. Ja, hochklammern. So. Wo ist der Feind? Ich will ihn niedermachen. Elender Heimstück. Von hinten. Das Pferd hat auch schon Leine gezogen. Von hinten greift ihr an. Das ist auch eines Raubritters würdig. Herr Ritter, beruhigt euch. Es ist wirklich weit und breit niemand in Sicht, der euch übel will. Es fügt sich ja trefflich. Ja? Susanne, ich habe keine richtige Lust mehr. Leider habe ich meine Laute nicht dabei. Sonst würde ich euch einen Lichtlein singen. So kann meine klangvolle Stimme vielleicht nur alleine erscheinen. Oh, nein, Plumper, lieber soll diese Stimme gar nicht erscheinen. Man könnte euch nämlich hören, nicht? Und dann würde dir der böse Raubritter noch begegnen. Susanne, ich kann vor Lachen nicht mehr. Und außerdem tun meine Plumper, Beine weh. Ich bin enttäuscht, wir haben so lange geübt. Meine Beine tun weh, du. Kann ich denn gar nichts mehr für euch tun, edles Fräulein? Natürlich! Was denn? Könnt ihr was für mich tun? Was denn? Es ist furchtbar kalt hier. Ich möchte endlich zurück ins Studio. Quatsch, Quatsch, das erste vernünftige Wort. Quatsch, 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 Quatsch. Die Burg sind wir los. Ich meine Rüstung auch, aber Susanne, die fehlt noch. Die will ich mal schnell hierher zaubern. Die hat ja so gefroren. Hokus Pokus, Glucks und Trübes, 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 Wasser. Da bist du ja. Du, mit der Rüstung, das ist ja auch nicht der bare Jakob, du. Naja, hier, die ist auch nicht, du. Auch nicht, nicht? Naja, aber was ganz anderes ist ja viel schlimmer. Denk mal an diese sanitären Anlagen. Die hatten überhaupt kein Klo und kein Bad. Na, und Fernseher und Radio sowieso nicht. Das gab's alles nicht? Nein. Traurige Zeiten, traurig. Ja. Du, wie haben die denn ihr, ich meine, wohin sind die gegangen, wenn sie kein Klo hatten? Ach so, weißt du, wie die das gemacht haben? Nee. Die haben sich einfach auf die Mauer ihrer stolzen Burg gesetzt. Naja, und den Rest, den kannst du dir ja vorstellen. Und ab. Der arme Ritter, der gerade unten steht. Du. Du, Plumperquatsch, überhaupt. Weißt du, diese ganze überschraubte Höflichkeit, das passt doch gar nicht in unsere heutige Zeit. Die überschraubte Höflichkeit, da hast du recht, das stimmt schon. Aber du, als ich hierher kam ins Studio heute, nicht? Ja. Da habe ich unterwegs was gesehen. Ob ich das gut finde, weiß ich auch nicht. Ach komm, das wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Erzähl mal. Ich zeig's dir mal. Du zeigst es mir, ist gut, ja. Pass mal auf, wie die gesprochen haben. Hokus, Pokus, Glucks. Und Trübes Wasser! Na, Mieze, wie gefällt dir denn dein neuer Feuerstuhl? Komm, wir gehen mal ein Fass aufmachen, hä? Klasse, Magge! Ja, komm! Der übertreibt mal wieder, wie gewöhnlich, ne?